Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder in meiner kleinen Garagenwerkstatt und muss euch wirklich was sagen, denn es ist diese Woche hier nicht wirklich viel passiert. Ich war zwar einen Abend kurz hier in der Werkstatt und habe was gebastelt. Ich zeige euch hier mal ein Bild oder auf der Seite, wo am meisten Platz ist. Ich mache ja momentan so ein bisschen was für den Fußballverein, in dem ich aktiv bin, mit dem Laser. Und wir haben eben da im Fußballverein eine alte Umkleidekabine auseinandergebaut und da eben auch aus den alten Bänken, die sind teilweise schon, weiß ich, 50, 60 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter, weil der Verein ist ja von 1919. Ich glaube, es ist Mahagoniholz. Was würdet ihr sagen? Schaut mal unten runter. Ich glaube, wie gesagt, Mahagoni, aber ihr wisst es vielleicht besser. Schreibt mal unten runter. Kann ich mal auch genau zeigen, vielleicht kann man es ja wirklich erkennen. Mal gucken, dann kommen wir auf die andere Seite. Kann man es erkennen? Kann man es erkennen? Könnt ihr mal unten drunter schreiben. Ich glaube, es ist Mahagoni, bin mir aber bei weitem nicht sicher. Ja, wie gesagt, machen da momentan so ein paar Sachen, gerade in Vorbereitung auf Weihnachten, was man auch verkaufen könnte vielleicht. Jetzt das erste Mal versuchen, so ein Holzwappen zu machen. Sieht richtig geil aus, wie das Foto habe ich euch ja hier gezeigt. Schöne Sache, macht Spaß und sogar für einen guten Zweck, weil in so einem Fußballverein geht es ja hauptsächlich um die Kids, ne? Um unsere Kids. Ja, ansonsten war ich beruflich diese Woche mehr als eingespannt. Es war schon unglaublich. Ich habe teilweise, mein Rekord war, weiß ich gar nicht, war das heute? Heute? Also heute Freitag oder Mittwoch? Auf jeden Fall heute locker 10 Stunden, Mittwoch waren es dann eher 12 Stunden. Ja, ist aber so. Momentan ein bisschen sehr stressig auf der Arbeit. Darum kommt alles andere einfach zu kurz. Ja, ansonsten bin ich hier gerade dabei. Habe ja einen neuen Laser auch von MacPow zusammengebaut. Ausprobiert habe ich ihn schon. Cooles Teil. Schön groß, schön große Fläche. Ich werde einfach mal so ein Battle machen zwischen dem Algo Laser und dem MacPow. Und das kommt auf jeden Fall hier kurzfristig auf dem Kanal. Ansonsten geht es auch schon in die Vorbereitung für Weihnachtsprojekte. Für eine Hammer-Hü-Hammer natürlich, weil das ist immer so ein Mittelpunkt meiner Garagenwerkstatt oder meines auch meines ganzen Tuns hier. Das ist einfach, da freuen sich die Kids so drüber und das ist wirklich was für mehrere Jahre, wenn nicht sogar auch ein Jahrzehnt teilweise, wie die Kinder dann mit diesen Hammern durch die Gegend laufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Garten, das Wetter war zwar super, ich arbeite diese Woche gar nicht im Garten, weil ich dafür keine Zeit hatte. Ja, ansonsten freue ich mich wirklich darauf, dass es jetzt Wochenende ist. Ich glaube, ihr seid auch dabei. Wochenende fängt an. Und was soll ich groß sagen? Ich lasse es mal bei diesem ganz, ganz kurzen Video. Kleines Update. Ist nicht viel passiert diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche wird spannender. Auch weil ich, auch wenn ich da wieder 3 Tage beruflich unterwegs bin. Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich nicht in Hamburg. So ist es einfach aktuell. Ich kann es ja nicht ändern. Ja, aber wie gesagt, der Herbst kommt jetzt langsam. Auch wenn der Sommer nochmal diese Woche vorbeigeguckt hat, weiß ich, wie es bei euch war. Hier waren teilweise 24 Grad. Schönes Wetter, nachts echt kalt, morgens auch, tagsüber warm. Ist sehr warm, richtig schön. Aber wie gesagt, der Herbst kommt, heißt die Garagenwerkstattzeit fängt wieder an. Und ich hoffe, dass ich diese Saison quasi, dieses Winterhalbjahr ordentlich hier was wuppe. Ich möchte hier ein bisschen renovieren, sanieren. Ich möchte hier ein bisschen natürlich deutlich aufräumen, hier wirklich mal die Werkzeugwand einrichten. Ich hoffe, da habt ihr auch Bock drauf. Aber ansonsten geht es auch weiterhin um verschiedene Projekte. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen nächste Woche mit an. Und ihr seid dabei. Der nächste Woche Samstag auf einem um 8 Uhr auf meinem Kanal geht es weiter. Bis dahin wünsche ich euch allen schönes Wochenende draußen. Haut rein, euer Tobi.